Ja, seit der Frühzeit des Islams beschäftigen sich muslimische Gelehrte und islamische Theologen mit der Fragestellung, wie letztlich religiöse Normen aus den Primärquellen des Islams abzuleiten sind, wie diese zu rezipieren, exegetisch zu bearbeiten und auf dieser Basis dann letztlich auch zu praktizieren sind. Und in dem Kontext gibt es unterschiedliche Zugänge in der islamischen Geschichte und Gegenwart. Vor allem haben wir es zu tun gehabt in der muslimischen Gelehrsamkeitstradition mit einer Strenge, die sehr stark literalistisch an die Quellen herantritt und versucht, diese Texte tatsächlich wörtlich zu verstehen. Und wir haben es aber auch mit muslimischen Gelehrten zu tun, die in der Tat versucht haben, hinter dem Geist der Texte zu schauen und diese ziel- und zweckorientiert, teleologisch zu verstehen. Und ich beschäftige mich in meiner Forschung vor allem mit dieser Frage. Seit der Moderne, seit der Konfrontation mit dem Westen, seit der Kolonialisierung islamischer Kerngebiete, befassen sich muslimische Theologen immer mehr mit diesen Fragestellungen, da sie sich auch dem Druck ausgesetzt fühlen, ihre Quellen unter den neuen Rahmenbedingungen der Aufklärung, der Moderne, europäischer Zivilisation und anderem mehr neu zu konstituieren und neu zu rezipieren. Und ich versuche anhand meiner eigenen Forschungsarbeiten darzulegen, dass nicht nur aufgrund dieses externen Drucks, sondern dass in der islamischen Gelehrsamkeitstradition genuin sich die islamische Gelehrsamkeit mit diesen Themen befasst hat und versuche hier unterschiedliche Zugänge darzulegen. Zum einen haben wir es mit einem Standpunkt zu tun, der die muslimische Tradition, die Rezeptionen, die Wahrnehmungen, die Auslegungen islamischer Gelehrter eins zu eins in unsere Gegenwart zu übertragen versucht, ohne irgendeine Form der Veränderung. Dann haben wir es mit einem Zugang zu tun, der quasi in das nächste Extrem reicht und vollständig die Madhahib-Literatur, die Methodologie, die islamische Gelehrsamkeit in Frage stellt und eine vollständig neue Religionsrezeption von den Muslimen einfordert. Und dann gibt es halt zwischen diesen beiden Extremen noch, wenn Sie so wollen, den goldenen Weg der Mitte. Hier spreche ich von Innovation in der Tradition. Hier wird die Leistung, die über tausendjährige Leistung der muslimischen Gelehrten, der Fuqaha, der Mufassirun, Muhaddithun und auch der Theologen nicht in Frage gestellt. Aber man bemüht sich innovativ, diese Quellen weiterzubearbeiten. Hier gibt es sowohl neue methodische Zugänge, Ansätze, Überlegungen, als auch konkrete Falllösungen, die von dem abweichen, die vor Jahrhunderten unter ganz anderen Rahmenbedingungen vollzogen worden sind. Und für uns ist wichtig, dass das plausibel, intersubjektiv plausibel und glaubwürdig ermittelt wird und nicht nur aufgrund von irgendeinem externen Druck diese wissenschaftliche Leistung erbracht wird. Das sind Fragestellungen, die mich seit Jahren sowohl in meiner Promotions- als auch Habilitationsarbeit sehr interessiert haben. Und hierzu forsche und publiziere ich. Wir bemühen uns am Standort Osnabrück im Rahmen von verschiedenen Summer Schools, Ringvorlesungen, Tagungen, Kolloquien genau um dieses Thema und haben auch zahlreiche Forschungspublikationen hierzu in den letzten 10, 15 Jahren publiziert. Und wer an diesen Themen interessiert ist, ist genau richtig in Osnabrück. Wir würden uns sehr freuen, wenn interessierte Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Studentinnen und Studenten, die sich für diese Themen interessieren, ja, zu uns nach Osnabrück kommen würden.